Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Ghost Trick Phantom Detective. Wir sind beim letzten Mal vor Kapitel 7 stehen geblieben. Es ist jetzt 22.05 Uhr und wir werden ab diesem Zeitpunkt beginnen. Ja, im letzten Kapitel sind einige Dinge passiert. Wir haben nämlich gesehen auf einem Überwachungsband, wer unser Mörder war. Und ja, jetzt wird es sogar langsam erst richtig spannend. Ich kann diese Bilder nicht aus dem Kopf bekommen. Die Person, die mich heute erschossen hat, ist die letzte, von der ich es erwartet hätte. Jetzt bin ich dort, wo wir uns verabredet hatten. In dem Restaurant, das die Polizei beobachtet hat. Punkt X. Aber als ich dort ankomme, liegt der Ort in Trümmern. Ja, das ist uns beim letzten Mal ja schon aufgefallen. Wir sind ja ganz am Ende hier hingekommen, haben nur das Chaos gesehen. Und ja, schauen wir uns mal an, was uns hier erwartet. Was in aller Welt ist hier passiert? Und da liegt ein riesen Hähnchen. Ich krieg schon wieder Hunger. Trickzeit. So, was hat denn der Koch zu sagen? Was soll ich noch tun? Wenn ich gewusst hätte, dass so etwas passieren würde, hätte ich dem armen Kind mehr gezahlt. Ich hätte ihr mehr Hühnchen gekocht. Ich hätte ihr ganz viel vorgesungen, solange bis sie genug gehabt hätte. Na, wer weiß, vielleicht wäre das schneller passiert, als du gedacht hättest. Eigentlich hat sie mir mehr als einmal gesagt, dass sie genug hatte. Der Küchenchef scheint in Panik zu sein. Schauen wir mal. Okay, die ist auf jeden Fall nicht tot. Ja, genau was er sagt. Zumindest ist die Kellnerin scheinbar nicht tot. Denn sie hat keinen Kern, in den wir reinkommen. Okay, dann gehen wir mal in die Geisterwelt. Wir können dann links oben im Bus ist auf jeden Fall ein Kern. Schauen wir uns das mal an da. Dieser Kerl, der da rauskommt. Also, aber ich glaube nicht, dass wir da das erreichen können. Denn dafür ist unser Astral einfach nicht lang. Wir können in die Kochmütze, das bringt uns auch nichts. Deswegen gehen wir mal in den Reifen und rollen uns darüber. Das ist gerade die einzige Möglichkeit, die sich uns bietet. Laut dem Polizeifunk soll Lynn hier sein. Aber ich sehe sie nirgends. Der Rotschopf scheint vom Pech verfolgt zu sein. Also hatte ich erwartet, dass sie hier wieder in Nöten anzutreffen ist. Ich habe aber die Leiche des Busfahrers bemerkt. Ja. Aber wie wir sehen, da unten liegt noch eine Leiche und wenn wir jetzt mal von der Silhouette ausgehen, dürfte das wahrscheinlich Lynn sein. Sie ist mal wieder gestorben. Das wievielte Mal ist das heute? Das vierte Mal? Schau mich an, ich bin tot. Wo warst du denn so lange? Ja genau, toller Gesichtsausdruck, der passt perfekt. Na, so kann man jemanden auch begrüßen. Was ist hier passiert? Hey, woher soll ich das wissen? Ich bin hier das Opfer. Kommt es mir nur so vor oder wird sie mit jedem Tod dreister? Ja, das stimmt. So ein bisschen dreister wird sie schon. Oh, das ist, weil ich Kommissarin bin. Da muss man hart sein. Und, wie ist es gelaufen? Hast du den morgigen Arbeitsplan von Häftling D99 überprüft? Ja, wie versprochen. Offen gestanden will ich dich auch ein paar Dinge fragen. Klaro, wir haben uns ausgemacht, uns gegenseitig zu nutzen, oder? Okay, dann lass uns Informationen austauschen. Okay, worüber wollen wir denn zuerst reden? Ja, wir arbeiten das einfach von oben nach unten ab. Also reden wir erstmal über unseren Mörder, der ja Lynn ist, denn wir haben sie auf dem Überwachungsband gesehen. Auf meinem Weg hierher habe ich im Büro des Polizeichefs vorbeigeschaut. Oh, das lag auf dem Weg, hä? Und während ich dort war, habe ich meinen Mörder gesehen. Du hast ihn gesehen? Wo und wie? Nicht ihn, sondern sie. Am Schrottplatz, wo ich erschossen wurde, gab es eine Kamera. Das Band zeigte die Person, die mich erschossen hat. Du warst es. Ja, das war eindeutig zu sehen auf dem Überwachungsband. Niemals! Du machst Witze, oder? Wie willst du das rechtfertigen, Frau Kommissarin? Ich war es nicht. Ich habe dich nicht erschossen. Als ich dich vorhin fragte, wer mich erschossen hat, meintest du nur, dass deine Erinnerungen bezüglich dieses Teils einfach nicht klar sind. Wie kannst du jetzt also sicher sagen, dass du es nicht warst? Weil, ich habe es dir doch schon gesagt. Du solltest mir Informationen geben. Informationen, ha? Diese Informationen waren ja vielleicht gerade der Grund, mich zu töten. Was? Was meinst du? Tja, warum hat sie mich getötet? Du hast gesagt, du hättest Informationen zu dem Fall, an dem ich arbeite. Also, hätte ich dich nicht erschossen, bevor ich diese Informationen habe? Stimmt, das ergäbe keinen Sinn, wenn es vorher war. Hä? Was, wenn du mich erschossen hast, nachdem du die Infos erhalten hattest?
Ja, das sieht definitiv so aus, als würden wir, würde Sizzle mit Lynn vorher noch ein bisschen reden. Ich habe dir damals definitiv irgendetwas gesagt. Und was auch immer es war, es hat dich schockiert. Was habe ich dir also gesagt? Ich erinnere mich nicht. Ich weiß es nicht. Du musst mir glauben. Nachdem du mich gerettet hattest, dachte ich, dass ich alle verlorenen Erinnerungen wieder habe. Aber vielleicht stimmt das nicht. Du hast mir etwas gesagt. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Du hast die Informationen von mir erhalten und mich dann erschossen. War es nicht so? Nein, nein, ich habe dich nicht erschossen. Bitte sag mir, was hast du mir damals gesagt? Was habe ich von dir erfahren? Das können wir ihr leider nicht sagen. Wir haben ja unser Gedächtnis selbst verloren. Naja, erzählen wir ihr mal vom Arbeitsplan von Häftling D99, der ja komplett leer war, als wir ihn gefunden haben. Wie du gesagt hast, hat jeder Gefangene eine kleine Tafel in der Zelle. Das Problem ist nur, auf der Tafel von Häftling D99 stand nichts. Sie war leer. Was? Vielleicht heißt das, dass sein Plan für morgen noch nicht feststand? Leer? Leer? Nein! Och, ich dachte nicht, dass sie sich über eine leere Tafel so aufregt. Wieso bist du so wütend über einen unfertigen Arbeitsplan? Ich glaube, dass ich mich in meinem Leben nie um einen Plan gekümmert habe. Weißt du, was es heißt, wenn ein Gefangener keinen Plan für den nächsten Tag hat? Das heißt etwas? Das heißt nicht, dass er nichts zu tun hat. Es heißt, dass er nicht arbeiten kann. Und das liegt daran, dass er hingerichtet wird. Hingerichtet? Oh. Gehen wir mal über die Hinrichtung. Weißt du, was Häftling D99 verbrochen hat? Ich glaube schon. Sie haben gesagt, er hätte seine Frau ermordet. Direkt vor den Augen eines Familienmitgliedes. Das sagt man, aber das stimmt nicht. Er würde nie... Kommissar Jode würde so etwas niemals tun. Und die Todesstrafe wurde in diesem Land seit vielen Jahren nicht mehr vollzogen. Seit Jahrzehnten nicht. Sogar wenn der Häftling es will, wie in diesem Fall. Der Häftling will es? Das wird echt immer mysteriöser. Da ist etwas anderes voll an dem Fall. Ich weiß es einfach. Und ich muss herausfinden, was. Und wenn sein Arbeitsplan für morgen leer ist, muss ich es jetzt gleich tun. Also, dieser Häftling D99, Kommissar Jode, er muss auch irgendwie mit mir in Verbindung stehen. Schließlich kennt er mich offensichtlich. Tja, gut, als letzter Punkt bleibt uns nur noch der Punkt X übrig, also der Treffpunkt hier im Hühnchenparadies. Reden wir mal darüber und dann, denke ich mal, können wir anfangen, Lynn wieder mal von den Toten zu erwecken. Die Polizei hat dieses Restaurant heute Nacht observiert. Sie haben es Punkt X genannt. Punkt X? Was für ein guter Name für diesen Ort. Der Inspektor Weiss war überrascht, dass du so locker hier reinspaziert bist. Inspektor Cabanela? Warum in aller Welt hast du überhaupt diesen Ort ausgewählt? Da muss ich wohl sagen, wegen dir. Mir? Hä? Na? Da liegt unsere Leiche im Sessel auf dem Schrottplatz ganz am Anfang. Erinnerst du dich an die Notiz, die ich gefunden habe? Ja, ich erinnere mich. Die Notiz, die ich nicht lesen konnte, weil wir anscheinend überhaupt nicht mehr lesen können. Da stand ein Name und eine Uhrzeit. Hühnchenparadies, 10 Uhr. Mit anderen Worten... Ich wollte mich hier heute Abend mit jemandem treffen? Offensichtlich. Ich musste einfach an die Informationen kommen, die du mir geben wolltest. Deshalb bin ich hier hereingekommen. Das war meine einzige Spur. Und hier ist Punkt X. Das muss bedeuten, dass das Ziel, auf das die Polizei gewartet hat, ich war? Also, was wirst du jetzt tun? Du hast dein Ziel erreicht, oder? Du weißt, wer dich erschossen hat. Willst du Rache? Das wäre nicht schwer. Du müsstest mich einfach nur nicht retten. Natürlich werden wir sie retten. Was wären wir denn für ein Typ, wenn wir das nicht tun würden? Denn irgendwie gibt's noch einige offene Fragen. Ist das das Ende, das ich wollte? Habe ich alle Rätsel um mich gelöst? Eigentlich nicht, nein. Was ich jetzt tue? Ich werde dich retten. Wirklich? Ich will alles wissen. Wer ich war und warum ich getötet wurde.
Und auch, wer diese Typen sind. Ja, das sind sehr gute Fragen. Die Typen in dem komischen Raum hatte ich schon fast wieder vergessen. Ich will antworten und ich werde sie finden. Aber dazu brauche ich deine Hilfe. Okay, ich werde nicht Danke sagen. Noch nicht. Und ich werde mich auch nicht entschuldigen. Aber ich werde dir helfen, deine Antworten zu finden. Gut. Jetzt sollten wir in die Vergangenheit zurückkehren. Ich kann dich nicht so platt unter einem Hütchenberg liegen lassen. Wunderbar, drehen wir die Zeit zurück und schauen mal, was in den 4 Minuten vor Lynns Tod passiert ist. Also wir müssten jetzt um 10.03 Uhr hier sein. Okay, 10 Uhr? Haben wir nicht um 10.07 Uhr angefangen? Na egal. Auf der Notiz stand Hühnchenparadies, 10 Uhr. Ich frage mich, wen der spitzhaarige Mann dort treffen wollte. Ja, schauen wir mal. Was ist das denn, die Speisekarte? Nehme ich mal an, oder? Und da steht eine Glocke auf dem Tisch. Ah, und da ist die Kellnerin, die gerade eben ohnmächtig hier neben dem Münztelefon lag, wo der Koch drüber gebeugt war. Oh, und eine Jukebox. Sowas sieht man heutzutage auch sehr selten. Bitteschön. Erinnert mich ein bisschen an die Jukebox in Little Big Adventure 2 in Schelux Kneipe. Wenn man da die richtigen Song ausgewählt hat, kam der Barkeeper von der Kneipe, von der Kneipe hinter dem Tresen hervor und man konnte dann dahin und einen Schlüssel klauen, mit dem man in den Keller konnte. Das war cool. Von Little Big Adventure 2 habe ich übrigens auch ein Let's Play gemacht, also schaut es euch ruhig mal an. Ich glaube nicht, dass man das große Hühnchen essen kann, Lynn. Auch wenn ich Hunger habe. Oh, da kommt der Bus also an. Aha. Okay, jetzt dürfte der Busfahrer gestorben sein und da löst sich das große Hühnchen. Okay, immerhin hat Lynn noch das Leben der Kellnerin gerettet. Hat also einen heldenhaften Tod gestorben. Oder ist einen heldenhaften Tod gestorben. Dein Abgang wird auch von Tod zu Tod dramatischer, oder? Ja, das stimmt allerdings. Lass mich in Ruhe. Normale Tode langweilen mich einfach. Zumindest wäre jeder Kommissar stolz über diesen Tod. Hm? Warum meinst du das? Du hast jemanden gerettet, bevor du starbst. Oh, die Kellnerin? Die mit dem Hühnchen auf dem Kopf? Achte darauf, dass das nächste Hühnchen das nächste Mal nicht größer ist als ihres. Ich mache mir eine Notiz für nächstes Mal. Aber egal. Wenn du die Kellnerin nicht gerettet hättest, wärst du noch am Leben. Ich kannte nicht anders. Ich bin ja Kommissarin und so. Den armen Busfahrer konnte ich jedoch nicht retten. Bei der Geschwindigkeit war er sicher sofort tot. Nun, eine heroische Kommissarin wie du darf nicht tot bleiben. Die Wurzel des Unheils ist klar. Die Frage ist nur, wie verhindere ich es? Ja, das wird echt schwer, weil wir sind im Restaurant und die Wurzel des Unheils ist der Bus. Und wie kommen wir an den blöden Bus ran vom Restaurant aus? Das wird nicht so einfach. Okay, dann mal los. So, noch einmal 4 Minuten zurück vor dem Tod von Lynn. Ja, wahrscheinlich lag sie schon 2 Minuten da unten und deswegen. So, wir gehen erstmal in die Geisterform. Deswegen fangen wir um 10 Uhr an und nicht um 10.02 Uhr. So, also, was haben wir denn hier? Wir haben eine Menütafel. Den Rest können wir nicht erreichen. Die Klingel. Schildhalter, Notiz, bla bla. Das können wir wahrscheinlich alles wieder nicht lesen. Guck's mir mal an. Du hast diese Notiz geschrieben, oder? Ich glaube, aber ich erinnere mich nicht. 10 Uhr? Es ist also schon Zeit für das Treffen mit wem auch immer. Da fällt mir ein, wen auch immer du hier treffen wolltest, ist wahrscheinlich schon da. Ja, dann müssen das wahrscheinlich dieses Pärchen sein, das oben an der Bar saß, dem die Bedienerin da, die Bedienung so, nicht die Bedienerin, ich bin heute auch wieder, ich sollte mir wieder eine Tüte Deutsch von Aldi kaufen, den die Bedienung da das Hühnchen gebracht hat. Die sahen ja auch irgendwie ein bisschen mysteriös und seltsam aus, ne? Du bist die Ermittlerin, hast du das nicht überprüft, als du kamst? Oh ja, tut mir leid, das Hühnchen ist sehr lecker hier, weißt du? nein, weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir uns hier einmal umsehen. Ja, das sollten wir tun. Okay, das hat also nichts gebracht. Was steht denn auf dem Schildhalter drauf? Das nützt nichts, ich kann es nicht lesen. Mal sehen. Oh, hey. Jetzt erinnere ich mich, was auf dem Schild steht. Wenn Sie Wasser möchten, läuten Sie bitte 3-mal. 3-mal? Ja, die Kellnerin bringt kein Wasser, wenn man nur einmal klingelt. Sie hat gesagt, so sind die Regeln, scheinbar. Ich sagte, scheinbar? Was meinen Sie damit? Arbeiten Sie nicht hier? Diese Kommissarin achtet auf jedes kleinste Detail. Ja, wahrscheinlich ist sie deswegen auch Kommissarin. Okay,
Ich denke mal, wenn wir hier klingeln, um uns Wasser bringen zu lassen oder Linnenwasser bringen zu lassen, ändern wir das Schicksal und wir kriegen garantiert eine Möglichkeit, von hier irgendwie wegzukommen, denn von hier unten können wir sonst nichts erreichen und können nur zusehen, wie das Schicksal seinen Lauf nimmt. So, eins. Was ist das? Ich möchte bitte irgendwie da rein. Ein Hühnchen oder so. Hallo. Sie haben geläutet? Hä? Oh, tut mir leid. Ich habe nicht geläutet. Oh, okay. Schon verstanden. Das war wohl ein dezenter Hinweis, ja? Nach dem Motto, wo bleibt mein Essen? Nein, gar nicht. Und ich habe nicht geläutet. Oh, okay. Dann ist ja alles in Ordnung. Aber der Küchenchef macht das Hühnchen. Also kein Grund, mich zu nerven. Vergessen Sie das nicht, ja? Halt, 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 halt. Oh, ich wollte doch gerne bei dir rein. Komisches Mädchen. Finde ich auch. Ich auch. Naja, läuten wir nochmal. Eins, zwei, drei. So, jetzt dürfte Wasser kommen. Schupp. Da können wir bestimmt in die Kanne rein. Wenn ich dann wieder in die Geisterwelt darf. So, das machen wir jetzt sofort. Flupp. In die Kanne hinein. Was sagst du denn so? Sie wollen noch mehr Wasser? Hä? Oh, tut mir leid, ich habe nicht geläutet. Und was soll noch mehr heißen? Ach, kommen Sie, das ist schon Ihr drittes Glas. Okay, schon verstanden. Das war wohl ein dezenter Hinweis, ja? Nach dem Motto, wo bleibt mein Essen? Blabla, das hatten wir ja gerade eben schon. Das überspringe ich jetzt einfach mal. Okay, der Dialog war doch ein bisschen anders, aber ich denke mal, das tut uns keinen Abbruch, dass ich den einfach übersprungen habe. Wenn ihr den lesen wollt, dann könnt ihr nochmal zurückspielen oder das Video pausieren. Jedenfalls, okay, das Schicksal ist noch nicht verändert, aber wir können in den Wagen rein und mit nach oben. Ja, komm. Geh nach oben zu den komischen Gestalten, die da waren. Warte mal, Moment. Okay, da kann ich nichts erreichen, aber das hätte ich mich jetzt auch gewundert. Denn ich denke mal, wir müssen wirklich da oben hin. Hier, guckt euch die mal an, dieses komische Pärchen da. Trickzeit. Ja, von hier aus kann ich sowieso nichts machen. Geh darüber. Braves Mädchen. So, wir können den Koffer untersuchen. Und sonst nichts erreichen. Dann machen wir das doch einfach mal. Oh, warte mal, vielleicht können wir die auch von hier aus belauschen. Das wäre auch was. Ein ziemlich großer Koffer und offensichtlich schwer. Sehr verdächtig. Und rot. Ja, genau wie deine Haare. Hey, lass uns schauen, was drin ist. Das geht leider nicht. Er ist verschlossen. Verdammt, ich hätte gerne gesehen, was drin ist. Ja, ich wüsste auch gerne, was drin ist. Was sagen die denn? Was meinst du, meine schöne Bella? Können wir diesem Deal trauen? Wer weiß, es ist nicht unser Job, uns darum zu kümmern. Aber alle Vorfälle, die er für dieses Land prophezeit hat, haben sich ereignet. Genau wie vorhergesagt. Ja, sie waren auch ziemlich amüsant, oder? Der Typ, der die Staatsgeheimnisse in der Live-Sendung gesungen hat. Und der Mann, der den Polizeichef als Geisel genommen hat. Aber wenn er uns hintergeht, das wäre nicht gut. Nein, nein, auch er braucht diesen Deal. Und wir haben alle seine Bedingungen erfüllt. Ja, und deshalb müssen wir diese kleine Extraaufgabe erfüllen. Aber solange ich mit dir zusammen bin, schöne Bella, ist mir das egal. Woher nur? Woher wissen die beiden von den Fällen der Insassen im Spezialgefängnis? Das wollte ich auch gerade fragen. Spezialgefängnis? Der die Staatsgeheimnisse gesungen hat. Der das Präsidium besetzte. All diese Fälle sind streng geheim. Ich habe von diesen Fällen gehört. Vor kurzem. Ja genau, das haben wir auch im Gefängnis gehört. Zusammen mit dem über Joe, dass er anscheinend seine Frau umgebracht hat. Die Schuldigen werden an einem speziellen Ort verwahrt. Genau das ist das Spezialgefängnis. Aber die Öffentlichkeit weiß nichts davon. Also ist Häftling D99 Kommissar Jode auch so ein Spezialfall? Die beiden sprechen von den Fällen, von denen ich heute erfahren habe. Das kann doch kein Zufall sein, oder? Nein, in so einer seltsamen Nacht glaube ich nicht an den Zufall. Übrigens finde ich es auch sehr mysteriös, dass die beiden so eine blau-grüne Hautfarbe haben. Genau wie die komischen Typen, die wir im Salon getroffen haben, noch relativ am Anfang des Spiels. Ich glaube im zweiten Kapitel oder so. Nanu, was ist denn jetzt los? Was ist, schöne Bella? Warum setzen wir uns nicht woanders hin? Nein, bitte nicht. Ich möchte weiter mithören.
Ah, der Tisch da hinten sieht gut aus. So gefällt mir das, schöne Bella. Genau darauf habe ich gewartet. Ein ruhiger, versteckter Platz nur für uns beide. Da habe ich nichts gegen. Ich habe plötzlich das Gefühl, dass uns jemand belauscht. Ich habe einen starken sechsten Sinn. Oh oh, kann die etwa uns spüren? Das ist mal sehr interessant. Schon gut, meine Liebe. Du brauchst keine Ausreden zu erfinden. Lass uns die Hühnchenbrücke überqueren ins Land der Liebe. Oh mein Gott. Also, an seinen Metaphern muss er aber nochmal arbeiten. Die Hühnchenbrücke überqueren. Oh. Naja. Sehr schmieriger Typ. Ey, ey, nimm den Koffer mit. Nimm, hallo? Lass uns doch nicht einfach da stehen. Nimm den blöden Koffer mit los. Oder mach irgendein Lied in der Jukebox an, aber... naja. Ist das da eine Reitgerte, die in der Hand hat? Oh weia. Und der Typ ist ihr vollkommen verfallen. Unglaublich. Was ist da passiert? Hat sie unsere Anwesenheit gespürt? Mit ihrem sechsten Sinn etwa? Haha. Ich habe auch ziemlich beeindruckende Kräfte. Es wundert mich, dass er darüber lacht. Ich meine, er ist ein Geist. Also kann es auch sein, dass sie einen sechsten Sinn hat, oder? Oh ja, welche denn? Zum Beispiel weiß ich immer, wenn ein Hühnchen in der Nähe ist. Das nennt man Geruchssinn. Aber zumindest hat sich die Situation jetzt ein wenig verändert. Ah, darauf habe ich gewartet. Schicksal verändert. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch von hier darüber kommen. Ich glaube nicht an einen sechsten Sinn. Das ist nicht wissenschaftlich. Sagte der Geist. Genau. Aber wie es scheint, haben sie uns abgehängt. Ja, sieht so aus. Keinen Körper zu haben ist noch unpraktischer, als ich dachte. Aber was machen wir jetzt? Sie sind da ganz da drüben. Wir sollten die Beine in die Hand nehmen oder wir verpassen, was sie sagen. Ohne Beine wird es schwer, sie in die Hand zu nehmen. Ja, das stimmt allerdings. Na, sie unterhalten sich noch immer über etwas. Ich will es hören. Ja, ich auch. Schauen wir mal, hier gibt es bestimmt irgendwas, das wir ausnutzen können. Wir haben den Koffer. Ein Glas, den Flaschenhalter, den wir ausgießen können. Wahrscheinlich in das Glas hinein. Und wir haben eine Klingel. Ah, Moment mal. Damit können wir doch bestimmt wieder das Mädchen von unten rufen. Genau, und die kann es irgendwie darüber holen. Die sieht dann vielleicht, dass der rote Koffer da ist und bringt ihn irgendwie rüber oder so. Hoffe ich zumindest mal. So. Was können wir denn hier machen? Trickzeit. Sie haben geläutet? Oh, ich verstehe. Sie haben das Pärchen da drüben gesehen und waren einsam. Und darum haben sie mich gerufen. Wie süß. Verzeihung, aber ich habe nicht geläutet. Was? Könnten Sie mir aus dem Licht gehen? Ich kann meine Gläser nicht mehr richtig sehen. Ich arbeite hier seit 2 Tagen und warte die ganze Zeit darauf, dass Sie mich bemerken. Würden Sie mich jetzt bitte nicht länger belästigen, sondern Ihre Cocktail schütteln oder rühren? Sehr seltsames Mädchen. Erst macht sie sich an ihn ran und dann sagt sie, ja, belästigen Sie mich nicht weiter. Sie wird eine überraschend kurze Karriere hier haben. Das glaube ich auch. Wobei, nicht mal unbedingt, aber... Komm nochmal hoch. Wir müssen sie doch bestimmt irgendwie dazu bringen können, dass sie den Koffer bemerkt. So, genau. Sprich du nochmal mit ihm und ich mache das Einzige, was wir sonst machen können. Ich gieße mal den Flaschenhalter aus. Gluck, gluck, gluck. Pass auf, es läuft über. Ach, der schöne Sitz. Ah. Oh, sie haben ein Glas zerbrochen. Genau wie mein Herz. Ein zerbrochenes Glas lässt sich nicht mehr richtig zusammensetzen. Lassen Sie es einfach da. Man kann es nicht einfach da lassen. Jemand könnte sich verletzen. Ah, sie hat den Koffer bemerkt. Wunderbar. Gehört dieser Koffer nicht dem Pärchen da drüben? Ja, bring ihn mal schnell rüber. Das Einzige, was unsere Kunden hier verlieren sollten, sind ihre Sorgen. Fräulein, würden Sie den beiden bitte von dem Koffer erzählen? Wie edel von Ihnen. Ich werde mich noch in Sie verlieben. Ich glaube, du bist schon ziemlich verknallt in den. So, genau, dann geh du mal rüber. Ich werde mich derweil in den Koffer verkrümeln. Komisches Mädchen. Finde ich auch. Ich auch. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Das haben wir schon mal gehört, oder? Na gut, dann... Nein, ich komme nicht in den Koffer rein. Möchtest du das Glas, das du gerade polierst, da hinstellen? Weil das ist so der Kern, der dazwischen liegt. Komm ich wieder da rein, komm. Dankeschön. Dann auf Wiedersehen.
Ich habe die seit 2 Tagen und hatte die ganze Zeit ein Auge auf sie. Aber ich fürchte, dass ich heute zum letzten Mal hier arbeite. Es war lustig. Lustig, aha. Sie geht wohl, solange ihre kurze Karriere noch intakt ist. Nach 2 Tagen hört sie schon auf. Okay, das ist ziemlich krass. Also mindestens eine Woche sollte man es doch wenigstens versuchen, bevor man kündigt, oder? Oh, da kommt der schmierige Kerl. Von allen Sachen, die ich vergessen konnte, das war überhaupt nicht witzig geworden. Komischer Typ. Vor allem ist das voll der Handlanger von der Frau mit der Reitgärtsche. So ein kleiner Gnom, der sich irgendwie Chancen bei ihr ausmalt und irgendwie alles macht, was sie sagt. Unsympathischer Kerl, aber sie ist auch nicht besonders sympathisch, glaube ich. Wobei, nein, davon haben wir noch nicht genug von ihr gesehen. Da sind wir endlich. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil wir lauschen. Ich nicht. Schließlich haben wir ihnen ihren verlorenen Koffer gebracht. Das schulden sie uns. Was für ein Ermittler sagt denn so etwas? Aber wir haben das Schicksal verändert. Wunderbar. Mal schauen. Was können wir hier denn machen? Wir können in die Blumenvase. Ich dachte ins Hühnchenschale. Und in die Lampe. Ach, schwingen wir doch mal ein bisschen hin und her. Dumm, di dumm, di dumm, di dumm. Macht das einen Spaß. Können wir sonst irgendwas machen? Ah, sie reden. Ich kann nicht glauben, dass ich ausgerechnet den Koffer vergessen habe. Bei so einem kleinen Körper hast du sicher auch ein kleines Gehirn. Autsch, das tut weh, schöne Bella. Aber schon gut, das liebe ich an dir. Das liebt er an ihr? Ich verstehe es auch nicht. Nee, also ich verstehe es auch nicht. Also, wo waren wir? Ach ja, wen laden wir zur Hochzeit ein? Falls wir heiraten, wohlgemerkt. Da macht sich echt Hoffnung, ne? Die sind wahrscheinlich noch nicht mal zusammen und er denkt schon ans Heiraten. Darüber können wir reden, wenn wir alleine sind. Moment mal, dann will sie darüber reden? Und sie spürt uns schon wieder, oder wie? Ha, aber sind wir denn jetzt nicht alleine, schöne Bella? Spürt sie etwa wieder unsere Gegenwart? Ich sehe eine Wanze. Oh, wer hat die denn verwanzt? Wahrscheinlich die Polizei, ja? Eine Wanze? Ich hasse Wanzen. Und flupp, sie verkuckelt gerade mit ihrem Feuerzeug die Wanze. Und da kommt der Bus. Okay, Also wir müssen jetzt wenigstens versuchen, irgendwie Lynn zu retten. Aber wie machen wir das? Moment. Jetzt haben wir garantiert nicht mehr viel Zeit. Wir haben ja gesehen. Was? Nach all dem Ärger ist es trotzdem passiert? Ja, natürlich ist es passiert. Wir konnten den Bus nicht aufhalten. Es scheint so. Es ist aber noch nicht vorbei. Nicht? Was meinst du? Du bist noch nicht tot. Nein, aber in ein paar Sekunden schon. Okay, aber bevor das passiert, kann ich vielleicht etwas von hier aus tun. Ja, wir müssen wahrscheinlich... Trickzeit. Wir müssen wahrscheinlich... Hier einmal schnell schwingen. Okay, das war eventuell zu früh. Ich kann da unten das Hähnchen rein. Aber, nein. Komm ich da irgendwie? Ich komme da nicht hin. Verdammt. Schade, okay. Ich denke mal, nee, das kann ich nicht mehr aufhalten. Tja, tut mir leid, Lynn. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Das war nicht so effektiv. Okay, aber wir sind ja relativ nah dran. Wir haben ja kurz vorher noch eine Schicksalsveränderung gehabt. Deswegen können wir das wahrscheinlich direkt nochmal annähen. Es wird nicht einfach, diesem Hühnchenkoloss am Fallen zu hindern. Nun, versuchen wir ihn aufzuhalten. Was? Nun, versuchen ihn aufzuhalten wäre zumindest stark in meinem Interesse. Ich halte kurzfristig die Aussichten für nicht besonders gut. Wir sollten erst überall hingehen, wohin wir können und schauen, wo uns das hinführt. Ich sollte die Zeit zurückdrehen und schauen, ob ich mehr Hinweise finden kann. Ich werde mich hüten, auch von Anfang an zu drücken. Nee, wir gehen schon zu nach der Schicksalsänderung. Denn, wie gesagt, ist das ja kurz vorher und das gibt uns einige Möglichkeiten. Ja, komm, ich lasse die Zeit mal eben ablaufen. Was können wir denn machen? Ich meine, das dreht sich dann ja, haben wir gesehen, da kommen wir hier hin. Vielleicht können wir am Bus irgendwas machen. Der ist dann ja schon in die Scheibe eingeschlagen. Ja, das kennen wir schon. Bla, 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 bla. Komm, weg damit. Er beleidigt sich. Nein, Quatsch. Sie beleidigt ihn mal wieder und er liebt es. Bla, bla, bla.
komischer Kauz. Aber auch eine komische Frau. Ich meine, die läuft so in der Öffentlichkeit mit einer Reitgerätsche herum. Das muss im Schlafzimmer bestimmt ziemlich abgehen. Bla bla bla. Oder benutzt ihr das immer, wenn er hier so nicht gehorcht und haut ihn dann immer. Bla bla bla. Sie sieht die Wanze und zündet sie an. Und dann kommt der Bus wahrscheinlich wieder herein. Genau. Okay, jetzt muss ich das genau abpassen. Damit wir das richtig schaffen, diesmal in das große Hühnchen reinzukommen. Ich werde ein bisschen später den Trick anwenden. Was? Nach all dem Ärger ist es trotzdem passiert? Bla bla bla. Es scheint so, das haben wir alle schon mal gesehen. Ich würde das gerne überspringen können. Das ist ein wenig nervig, dass ich das nicht kann. Aber nun gut. So. Genau, von da aus können wir sicher etwas tun. So, erstmal. Genau. Was? Ich bin noch im Koffer. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Ich dachte, ich wäre noch oben im Schwinger drin. Oh, 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 oh. Jawohl, wir können es erreichen. Wunderbar, das hat besser geklappt, als ich dachte. So, ich kann nichts machen. Zeit bis zum Tod, null. Ja, Ich glaube, das muss noch ein bisschen runter. Dankeschön. Was haben wir hier? Blinklicht. Ah, Leute, seht ihr, was ich sehe? Wir können jetzt von hier aus in die Leiche vom Busfahrer rein. Das heißt, es ist so ein bisschen wie in Inception. Wir gehen im Tod von Lynn in den Tod vom Busfahrer hinein. Mal schauen, ob das klappt. Ja, wunderbar, es klappt. Sehr geil. Sehr, sehr schön. Ja, der ist anscheinend bewusstlos. Hallo? Er scheint bewusstlos zu sein. Oh, Lynn ist sogar auch dabei. Cool. Entschuldigung, könnten Sie uns kurz aufwachen? Nachdrücklich wie immer, unsere Kommissarin. Eines habe ich gelernt. Die frisch Gestorbenen sind immer einen Augenblick lang bewusstlos. Hä? Bei mir war es so und bei dir auch. Oh ja, du hast wohl recht. Wenn wir die Zeit jetzt weiterlaufen lassen, stirbst du. Ja, ich weiß. Warum versuchen wir nicht noch weiter in der Zeit zurückzugehen? Was? Noch weiter? Na, aber wie? Ganz einfach, wir gehen 4 Minuten vor den Tod dieses armen Fahrers zurück. Das kannst du? Ich habe es noch nie versucht, ich weiß nicht, ob es klappt. Aber wenn der Fahrer nicht stirbt, dürftest du auch nicht sterben. Oh, wow. Mir fällt nichts anderes ein, also versuchen wir es. Wunderbar, drehen wir die Zeit zurück. Damit kommen wir zum Busfahrer und können vielleicht etwas tun. 4 Minuten vor dem Tod, Temsig Park. Naja, eigentlich müssten wir jetzt im Restaurant anfangen, ne? Das ist so ein kleiner Fehler jetzt, weil wir fangen ja mal da an, wo die Leiche war. Aber nun gut, das will ich dem Spiel mal verzeihen. Das ist Lynn, unser Neuling. Was macht sie an Punkt X? Kann das ein Zufall sein? Und das, wo wir gerade eine Fahndung nach ihr bekommen haben. Etwas mit einer extrem wichtigen Zeugin in einem extrem wichtigen Fall ist derzeit extrem auf der Flucht. Und jetzt soll ich das Inspektor Cavanela melden? Mach das mal. Den Anruf haben wir, glaube ich, aus dem Polizeibüro mitbekommen. Wir sollen vom Funk wegbleiben, es sei denn, es ist ein Notfall. Aber das sollte ich melden. Amelin, was sie wohl diesmal angestellt hat? Inspektor Cabanela sorgt sich sehr um sie. Er wird es sicher wissen. Oh, da geht ein Telefon. Wer ruft denn da jetzt an? Genau, geh mal ran. Das interessiert mich doch sehr. Was ist los? In Ordnung. Okay, ich denke mal, er wird jetzt in den Bus einsteigen und losfahren. Und was macht er da? Ich würde gerne wissen, wer angerufen hat. Hier springt Punkt X. Idiot! Ich werde es jetzt holen gehen, Sir. Na, das war aber ein kurzes Gespräch. So, da fährt er. Oh, das ist sehr cool. Diese Szene ist echt cool gemacht. So im Auto drin mit Motor und Keilriemen und all sowas. Das gefällt mir. Ich kann nicht glauben, dass ich ausgerechnet den Koffer vergessen habe. Ach nee, das ist der schmierige Kerl. Ich kann nicht glauben, dass ich ausgerechnet den Koffer vergessen habe. Ah, also okay, dieser Typ im Bus hört also das ab, was da über die Wanze reinkommt. Bei so einem kleinen Körper hast du sicher auch ein sehr kleines Hirn. Autsch, das tut weh, schöne Bella. Aber schön gut, das liebe ich an dir.
Was zur Hölle ist das? Ich sehe eine Wanze. Eine Wanze? Ich hasse Wanzen. Okay, ich kann fast nichts hören. Jetzt kokelt die Dachte. Oh nein, mach es nicht lauter. Oh, das muss wehgetan haben. Ich glaube, sie hat gerade die Wanze abgekokelt. Und in dem Moment hat er lauter gedreht. Und dadurch, dass die Wanze zerstört wurde, hat es eine unglaubliche Rückkopplung gegeben, die ihn ausgenockt hat. Und deswegen ist er da reingefahren. Au, 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 au. Oh, der Busfahrer war ein Kommissar. Sieht so aus. Mir ist jedoch etwas aufgefallen. Das Gespräch, das er direkt vor dem Unfall gehört hat, habe ich schon einmal gehört. Du hast recht, gerade vor ein paar Minuten, oder? Direkt nach dem Gespräch wurde der Kommissar plötzlich ohnmächtig. Ich frage mich, was da passiert ist. Wir kennen die Antwort bereits. Wir haben gesehen, was im Restaurant passiert. Genau da, das, was ich gerade erzählt habe. Sie hat die Wanze abgekokelt. Sie hat die Wanze angezündet. Manchmal ertönt ein lautes Signal, wenn so ein Hightech-Gerät zerstört wird. Laut genug, um eine Person bewusstlos zu machen, wenn sie über Kopfhörer mithört. Deshalb wurde der Kommissar also ohnmächtig. Bingo! Und jetzt lass es uns verhindern. Das ist mal, nein, das werden wir auf jeden Fall tun. Das heißt, wenn wir irgendwie dafür sorgen können, dass er die Kopfhörer abnimmt, dann verhindern wir den Unfall. Ah, sehr cool. Das erklärt jetzt auch, warum wir hier sind. Der Körper gilt nicht, also die Leiche gilt nicht im Restaurant, sondern im Auto, in der Frontscheibe vom Auto. Das Auto befindet sich natürlich in der Vergangenheit an einem anderen Ort, von daher. Hey, dieser Ort. An diesem Ort hat der Inspektor in Weiß heute angerufen. Das ist der Parkplatz am Park im Osten der Stadt. Es ist so lange her. Du kennst diesen Park? Ja, als Kind habe ich hier oft gespielt. Aber dann, eines Tages, habe ich geschworen, nie wieder einen Fuß in diesen Park zu setzen. Huch, ich spüre tiefe, dunkle Gefühle. Ich frage mich, was damals geschehen ist. Stopp! Erspare mir, die Geister können keine Füße setzen, weil sie keine haben, rede. Es ist nur eine Redensart. Oh, für was für einen Erbsenzähler hältst du mich? Wie auch immer, lass uns loslegen. Okay, dann mal los. Ich lasse sie vorerst mit der anderen Sache in Ruhe. Okay, wir sind da vorne in der Windschutzscheibe. Was können wir noch nicht machen? Oh, wir können das Blinklicht einschalten, das ist sehr cool. Und den Sitz neigen. Neigen wir mal den Sitz. Vielleicht bringt das was zum? Ja gut, das hat das gar nichts gebracht. Dann schalten wir einfach mal das Blinklicht ein. Tatü, tata, tatü, tata. Na, sieht nicht so aus, als würde der Kommissar kommen. Schalt es lieber aus, es ist ganz schön laut. Oh, ist auch langweilig. Kann ich den Sitz wieder hochklappen? Na, wunderbar. Klappen wir den mal wieder hoch. Ich denke mal, ich sollte den nicht während der Fahrt zurückklappen. Das könnte auch einen Unfall verursachen. So, ein klitzeklein, ne? Ist das ein Kern? Na, ah, danke schön. Fernglas? Toll. Das bringt uns immer noch nichts gut. Das heißt, abwarten. Das, was er da sagt, genau, da meint er doch, genau, Funkwerk bleiben, bla bla bla, er will Cabanela anrufen. Was meint er denn diesmal? Kümmere dich um deinen eigenen Kram, ja? Ich tue die Dinge so, wie ich will. Inspektor Cabanela sorgt sich sehr um sie, er will es sicher wissen. Okay. Moment, ich möchte gerne mitbekommen, was er dann gleich hier am Telefon sagt. Deswegen gehe ich mal direkt in die Sirene rein. Die Zeit vergeht, ja, wir können leider nichts machen. Da geht das Telefon. Okay, geh mal rüber. Das ist sehr weit weg. Ich weiß nicht, ob ich das mithören kann. Ich hoffe einfach mal. Was ist los? Na toll. Ich würde gerne dahin, aber das geht nicht. Das geht nicht. Na gut, dann gehe ich in das Ferngläs. Ferngläser sind jetzt auch cool. Eigentlich nicht, aber damit kann ich nichts machen. Mit wem spricht der Kommissar da? Schrei mich deswegen nicht immer an. Aber vielleicht reden sie über etwas ganz Wichtiges. Das stimmt, aber... Vielleicht ist es die Person, die dich tatsächlich erschossen hat. Jetzt mutmaßst du einfach nur wild umher. Aber es scheint auch zu spät zu sein, um zum Telefon zu gelangen. Verdammt! Ich glaube, wir haben unsere Chance verpasst. Was? Wie, wir haben unsere Chance verpasst? Hat er etwa einen Kern bei sich gehabt? Oh, das wäre natürlich cool gewesen. Kann ich? Ja, machen wir nochmal von Anfang an. Ich drehe das nochmal zurück und schau nach, ob der irgendeinen Kern hat, in den wir reingehen können. Das wäre natürlich sehr cool. Hey, dieser Ort, bla bla bla, an diesem Ort, bla 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 bla. Das kennen wir alles schon.
Vielleicht müssen wir auch, wenn er gerade am Kofferraum ist, die Sirene anmachen und dann nimmt er das Fernglas mit und wir können in das Fernglas rein. Das wäre eine Idee, die ich gleich mal ausprobieren möchte. Ja, komm hier, labert nicht so viel. Ich möchte weiterspielen. Das haben wir alles gerade schon gehabt. So, ich gehe schon mal in die Sirene rein. In das Blinklicht. Oder kann ich irgendwas mit dem Sitz... Moment. Wenn ich dir hier in den Sitz reingehe und den Sitz nach unten mache, ne? Ah, dann schlägt das da auf dem Koffer oder was auch immer auf und der Koffer geht auf. Das heißt, wenn die... Dass das Fernglas da drauf liegt, können wir das Fernglas nach vorne katapultieren. Genau so. So, wenn ich jetzt den Trick mache. Und nochmal. Aha. Okay. Das Fernglas ist jetzt hier vorne. Das bringt aber gerade auch nicht so viel. Ah, darauf reagiert er. Das ist schon mal sehr gut. Können wir jetzt irgendwas machen? Genau, nimm das Fernglas mal mit. Was machen die denn hier? Genau, komm, ich möchte in das Fernglas rein. Lass mich in das Fernglas. Fernglas, sehr schön, wunderbar. Ja, dann hat es sich doch schon gelohnt, dass wir die Zeit zurückgedreht haben. Jetzt können wir erfahren, wer da in der Leitung ist. Und wir können... ich muss in das Telefon... Was hängt denn da? Broschüre, okay. Oh, das ist ja gar nicht Cabanela. Das ist ja hier die komische Frau da. Kommissar Rinch, hier ist Memory. Und was ist los? Es ist noch nicht Zeit für den regelmäßigen Bericht. Hören Sie zu. In der Bar oben ist ein verdächtiges Pärchen. Ich werde eine Wanze auf Sie ansetzen. Eine Wanze? Sie meinen ein Abhörgerät? Moment mal, das ist eine Undercover-Polizistin? Oder Kommissarin? Interessant. Lassen Sie bloß unsere Tarnung nicht auffliegen. Inspektor Cabanela wird rasend von Zorn. Aber Sie flüstern so verdächtig. Wir müssen herausfinden, was Sie bereden. Sie können das Signal vom Bus aus empfangen. Hören Sie sich Ihr Gespräch für mich an, ja? In Ordnung. Sobald Sie sich was in den Kopf gesetzt haben, sind Sie ja nicht aufzuhalten. Danke, bis später. Warten Sie. Ist da gerade eine Kundin reingekommen? Mit roten Haaren und roten Stiefeln? Ich habe gerade noch eine andere Idee. Anstatt dem die Kopfhörer runterzunehmen, könnten wir auch einfach die Wanze irgendwie deaktivieren oder entfernen. Das wäre noch eine Möglichkeit, das Ganze zu verhindern. Oh ja, das ist das rastlose, verdächtige Mädchen, klar. Verdächtig? Kommen Sie, als sie reinkam, hat sie erstmal 3 Gläser Wasser nacheinander bestellt und das zweite Glas hat sie auf den Tisch verschüttet. Okay, in Ordnung, behalten Sie sie im Auge. Also das fände ich jetzt nicht so besonders verdächtig. Ich würde einfach denken, ja, die hat Durst. Ich trinke manchmal auch so viel. Verstanden. Da schau, die Kellnerin ist eine verdeckte Ermittlerin. Und sie hält dich für ziemlich verdächtig. Oh ja, tut mir leid. Ich war so durstig, weißt du? Nein, weiß ich nicht. Egal, hast du auch gehört, was ich abgehört habe über das Abhörgerät? Wir müssen etwas gegen diese Wanze unternehmen. Sollten wir hierbleiben oder der Kellnerin folgen? Wir müssen uns entscheiden. Ja, die Frage ist, wo haben wir die höhere Chance, irgendetwas zu unternehmen? Wir bleiben erstmal hier, sage ich jetzt. Ich kann mich irgendwie erinnern, dass ich mal, als ich das Spiel gespielt habe, beides jedenfalls mal gemacht habe, aber fragt mich nicht mehr, welches jetzt richtig ist. Vielleicht gehen ja auch beide. So, bevor ich mit dem an mir anhöre, was der zu sagen hat, gehe ich erstmal das Fernglas rein. Ich mache mir Sorgen um diese Kommissarin Memory. Schließlich nennt man sie die Lynn der Sonderkommission. So, hast du das gehört, Kommissarin? Besser, als wenn man mich die Memory des Kommissariats nennen würde. Jedenfalls sollte ich das schnell Cabanela melden, bevor ich mich um die Wanze kümmere. Genau, und bring uns mal wieder mit rüber, damit wir in das Auto rein können. Dann können wir auch mal Cabanela abhören. Hoffe ich zumindest. Genau, schmeiß uns da wieder rein. Ganz lässig. Dumm-di-dumm-di-dumm. Hier spricht Punkt X. Bitte kommen, Chef. Hier spricht der Polizeichef. Ist er aufgetaucht? Nein, Sir, noch nicht, aber... Idiot! Ich sagte Ihnen doch, dass Sie den Funk nicht benutzen sollen, sofern es nicht wichtig ist. Aber es ist wichtig, Sir. Jemand anderes ist aufgetaucht. Unsere Kommissarsneuling, Lynn. Was?
Sehen Sie wirklich mein Baby dort drüben? Ich habe gehört, Sie seien auf der Flucht. Was soll ich tun, Chef? Herr Kommissar, schaffen Sie mein Baby von Punkt X weg. Moment, ist das der Cabanela? Tun Sie es jetzt, Mann, und dann halten Sie sie fest. Dann habe ich gerade die falsche Stimme. Egal. Ja, Sir, ich werde sie jetzt holen gehen, Sir. Genau, mach das mal. Und wir gucken uns mal an, ob wir irgendwas hier im Auto verhindern können. Er fährt los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen ihn aufhalten. Schnell. Sonst rast er ins Hühnchenparadies. Das ist wie bei dieser Geschichte. Ein Fuchs im Hühnerstall. Verzeih, aber was ist ein Fuchs im Hühnerstall für eine Geschichte? Tut mir leid. Ich achte nächstes Mal besser drauf, wem ich meine Witze erzähle. Egal, wir haben zu tun. Was für ein komischer Witz. Naja. Okay, wir können sitzen rein, wir können das Blinklicht ausschalten. Ich würde gerne irgendwie hinten ran, aber da geht leider nichts. Was passiert, wenn ich den Sitz neige? Zup. Arg! Was glaubst du, was du da tust? Ich dachte, ich tue nur mal etwas. Beeil dich und stell den Sitz wieder auf. Ich kann nicht, er ist zu schwer. Ich kann nur hoffen, dass dieser Typ stark ist. Super. Jetzt haben wir den Unfall ausgelöst. Das war ja nicht so pralle jetzt. Ansonsten konnte ich aber nichts mehr machen. Ich konnte die Sirene ausschalten. Und das war's. Ups, das war meine Schuld. Ich weiß, dass du etwas tun wolltest, aber das... Wenn der Bus sich bewegt, gibt es nicht wirklich viel, was ich tun kann. Wir sollten uns überdenken. Gab es vorhin noch einen anderen Weg? Ich sollte die Zeit zurück, dann schaue ich mehr Hinweise. Nein, nicht von Anfang an. Och, nö. Na, wunderbar, okay. Das hätte ich mir auch sparen können, okay. Aber wir wissen jetzt, dass wir zurück in das Restaurant müssen. Und was dann? Ja, genau, jetzt dürfen wir erstmal wieder abwarten, bis er sein Fernglas dahin wirft. Dann müssen wir das Fernglas wieder nach vorne bringen, die Sirene anmachen, damit das mitnimmt und dann bla bla bla. Dann können wir zu der Kommissarin ins Hühnchenparadies wechseln und gerade erst das Platzieren der Wanze verhindern. Genau, gib mir das. Wir wollen da rein, ne? Genau, schalt mal das Blinklicht ein. Ach so, das ist so ein Blinklicht, was er dann oben drauf stellen kann. Ah, sehr cool. Direkt ein ganzes Zivilfahrzeug hier, so ein Zivilbus. Was machen die denn hier? Genau, geh mal ins Telefon ran. Wir wollen wechseln. Das war knapp. Fast hätte ich schon wieder vergeigt. So. Was ist los? Ich vergesse immer, dass ich erst ins Telefon reinwechseln muss. So, das Gespräch können wir wieder überspringen, das kennen wir ja schon. Ich wünschte, es gäbe wirklich so einen Knopf, mit dem man das überspringt. Ah, okay. Einfach das Ding gedrückt halten, dann geht das. Wunderbar. Ja, bla 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 bla. Das hätte ich natürlich auch schon mal früher merken können. Ja, diesmal wechseln wir natürlich rüber, denn ich denke nicht, dass es irgendetwas bringt, im Bus die Sirene zu aktivieren, wenn der fährt. Schauen wir mal, dass wir eher das Platzieren der Wanze verhindern. Ja, es ist wie gesagt schon lange her, dass ich es gespielt habe. Deswegen weiß ich leider nicht mehr, wie alle Rätsel gehen. Hey, schau nur, wo wir sind. Mitten im Herz des Hühnchenparadieses. Ja, oder wie die meisten es nennen, in der Küche. Hier ist hoffentlich der Schlüssel zur Vermeidung des Unfalls versteckt. Oh, da bin ich mir sicher. Du weißt ja, was man sagt. Wo Rauch und Hühnchen sind, ist auch Feuer. Jetzt, wo du es sagst, es ist ganz schön rauchig hier drin. Ah, Schicksal verändert. Das war also auf jeden Fall der richtige Schritt. So, schauen wir mal. Telefon, Schalter, knüllen und dehnen. Knüllen und dehnen wir das mal, ganz normal. Okay, das sieht ziemlich cool aus, wie das darüber klettert. Ich will aber erstmal den Schalter bedienen und gucken, was der macht. Ah, sie bringt gerade die Wanze an. Hey, schau noch, was sie tut. Meinst du, das könnte... Ja, sie bringt wahrscheinlich gerade die Wanze an. Wo ich darüber nachdenke, diese Ereignisse fangen mit der Einmischung der Kellnerin an. Die Ohren des Kommissars wären noch heil und er hätte keinen Unfall gebaut. Oder anders gesagt, wir werden mit eigenen Augen Zeugen der Ursache eines großen Unglücks, die an einen Huhn gesteckt wird. Hey, ich hatte gerade eine tolle Idee. Was wir mit der Wanze machen sollen? Nein, ich dachte mir, wir könnten ja sie statt meiner mit dem Hut begraben. Machst du Witze? Wenigstens kennen wir jetzt die Ursache für den Unfall.
Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir sie beseitigen. Ja, genau. Ich möchte erstmal den Schalter drücken. Flop. Was macht er denn Schönes? Was ist los? Ich kann den Schalter umlegen. Nicht umlegen, er bewegt sich nicht. Ja, kein Wunder, so fettig wie es hier ist. Er klemmt wohl. Ja, fühlt sich sehr verklemmt an. Aber wenn der Schalter oben wäre, bekämen wir ihn sicher nach unten. Okay, interessant. Okay, sie hat es geschafft, die Wanze anzubringen. Es ist traurig hier drin. Wo komme ich denn hin? Topf. Den Kessel können wir rütteln. Na, Kochgemüse kann man nichts machen. Da unten sind noch irgendwelche Sachen. Die würde ich gerne irgendwie... Damit kann ich nichts machen. Das ist doof. Ah, sie macht Lüftung an. Das heißt, wir können sie garantiert gleich wieder ausstellen. Na, achte mal auf uns. Achte mal auf uns. Was macht der denn da? Hallo, Kochmütze? Kann ich da unten hin? Hat der da in seiner Kochmütze Soße drin? Ernsthaft? Sehr cool. Ja, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Wir können hier unten nämlich das Pedal bedienen und dann dreht. Das ist so ein Drehtisch. Und dann müssen wir die Hühnchen vertauschen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich erstmal warten. Da, seht ihr, wenn ich das drücke? Hey, was ist mit der Drehplatte los? Sie macht komische Dinge. Vielleicht ist sie mies gelaunt, weil ich sie gestern so gedreht habe. Manchmal entwickeln die Dinger ein komisches Verhalten. Vielleicht ist sie mies gelaunt? Wohl eher kaputt. Aber sie ist nicht kaputt. Das sind nur wir Geister. Ja. Nein, ich komme nicht mehr da hoch. Das war jetzt natürlich ein bisschen doof. Ich glaube, wir müssen einfach warten, bis der Koch... Was tust du? Siehst du das nicht? Ich wollte etwas drehen. Oh, verstehe. Du versuchst sie daran zu hindern, die Wanze einzusetzen. Aber sie scheint nur noch entschlossener zu werden. Ah, das scheint nicht zu funktionieren. Ich habe aber eine Idee. Wir können den Schalter wieder nach unten machen. Das heißt, es wird rauchiger. Genau, und er setzt jetzt das Hühnchen rüber. Das heißt, sie befestigt die Wanze. Wir können es rauchig machen. Aha, genau. Wir machen den Schalter runter. Und dann können wir das Ganze drehen, sodass sie abgelenkt ist. Komm, mach die Wanze dran, mach die Wanze dran. Es wird wieder rauchig, das ist sehr gut. Ich glaube, ich muss noch abwarten, bis sie die Wanze dran gemacht hat. Ich finde es einfach cool, wie der da kocht. Ja, es ist rauchig hier drin. Moment, ist die Wanze dran? Ich habe es nicht genau gesehen. Ich bleib erstmal noch hier oben, sicher ist sicher. Wobei, die brauchst du nicht lange. Moment, ich gehe schon mal rüber. Vielleicht hat sie die Wanze ja schon dran gemacht. Ja, komm, 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 komm. Darf ich bitte weitermachen? Danke. So, in die Kochmütze hinein. Nein, sie hat die Wanze noch nicht dran gemacht. Okay. Das heißt, wir müssen den Schalter gleich nochmal umlegen, wenn sie abgelenkt ist. Da, fertig. Ja, komm, komm, schnell, 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 schnell. Nein, 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 nein. Ah, verdammt. Okay. Da geht sie hin. Ja, weg ist sie. Und jetzt? Diese Wanze wird glühen. Ich frage mich, ob wir das verhindern können. Wenn ich gewusst hätte, dass das passieren würde, hätte ich zugelassen, dass sie an meiner Stelle vom Hühnchen erschlagen wird. Du machst Witze. Oh je. Okay, das bringt nichts. Wir drehen uns zu nach der Schicksaländerung zurück, denn wir müssen es irgendwie schaffen, die beiden Hähnchen zu vertauschen. Direkt nachdem sie die Wanze angebracht hat. Das ist gar nicht mal so einfach. Ach, das kennen wir doch schon. Das überspringen wir jetzt einmal wieder schnell. Das geht ja jetzt glücklicherweise. Ich glaube, das funktioniert aber wirklich nur mit Dialogen, die wir schon einmal gehört haben. So. Wir gehen hier hin. Und dann... Ja, ja, es ist auch hier drin. Das funkelt da immer so. Also auf jeden Fall warten wir jetzt erstmal ab, bis der Koch das zweite Hähnchen darüber gebracht hat. Ich finde es übrigens sehr geil, wie er das kocht. So ein ganzes Hähnchen, oder das sieht ja aus wie ein Truthahn, in so einer Pfanne drin. Als ob das in so einer Pfanne gar wird. Aber sehr geil ist einfach, ach, eine Flasche Wein ist das und der flambiert das Ganze. Ich finde es einfach sehr cool, wie er das Hähnchen dann da in dieser Kochmütze hat. Ich meine natürlich die Flasche Wein in der Kochmütze hat.
Ah, das sind so schön bescheuerte Details, die ich einfach großartig finde. So, knüllen und dehnen. Knüllen und dehnen. Ich frage mich nur, warum können wir mit dem Kessel rütteln? Bringt das irgendwas? Naja, gehen wir mal hier runter und tauschen gleich mal die Hühnchen aus. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendetwas bringt, aber man kann es ja mal versuchen. Na, ob das irgendwas gebracht hat, das bezweifle ich ja eher. Ah, Moment, das glitzert auf jeden Fall jetzt am rechten Hühnchen. Gehen wir mal wieder hoch, denn das wird wahrscheinlich am ehesten noch was bringen jetzt gerade. Wahrscheinlich müssen wir sie gleich nochmal durch den Rauch ablenken. Ah, okay, wunderbar. Das war schon das Rätsel der Lösung. Die Wanze ist jetzt am rechten Hähnchen und sie bringt das ohne Wanze hin. Oh, wunderbar. Da, wie wäre es damit? Die Wanze liegt noch auf dem Tisch. Wir haben es geschafft. Oh, Gott sei Dank. Wunderbar. Mal eben so. La la la, Hühnchen, du bist so schön, mein Hühnchen. Ich nahm einen Biss von den Socken, es mich riss, und jetzt ist mir ganz schwindelig. Da muss ich auch denken, ja, was zum Teufel ist das? Die Liebe nach dir verzehrt mich, lalala. Sehr schön. Da hat das Ganze doch einen lustigen Ausgang genommen. Gott sei Dank, ja, Schicksal abgewandt, sogar zwei Schicksale. Und diese Musik sagt mir, dass das Kapitel zu Ende ist. Sieht so aus, als wärst du deinem Schicksal und diesem Hühnchen entkommen. Ja, aber dem schlimmsten Albtraum dieser Nacht bin ich noch nicht entkommen. Ich habe dich erschossen, oder? Es muss dafür wahrscheinlich komplizierte Gründe und Umstände gegeben haben. Es ist nie okay, jemanden zu erschießen, egal welche Umstände es gibt. Hey, sollte ich das nicht sagen? Ach, egal. Du hast einen Fall untersucht und ich sollte dir Informationen zu diesem Fall geben. Vielleicht solltest du mir langsam sagen, an welchem Fall du arbeitest. Ja, das sollte ich. Aber lass uns zuerst in die Gegenwart zurückkehren. Okay, sicher. So, okay, das Kapitel ist anscheinend noch nicht zu Ende. Zurück in der neuen Gegenwart riecht die Luft lecker nach Hühnchen. Aber ich denke noch immer an Lynn. Ich frage mich, ob sie noch immer auf ihr Hühnchen wartet. Ich werde zu ihr gehen. Ich werde ihr alle meine brennenden Fragen stellen. Drückzeit. Okay, dann haben wir jetzt noch eine Fragerunde am Ende des Kapitels. Ich denke mal, wir können jetzt einfach hier durch die Telefonleitung gehen. Es ist ja die Gegenwart. Da können wir uns ja frei umherbewegen. Wir gehen ins Hühnchenparadies und von da aus kommen wir mit Sicherheit irgendwie rüber zu Lynns Tisch. Hoffe ich zumindest. Aber wirklich großartige Rätsel dürfte es jetzt nicht mehr geben. Wir haben jetzt schon etwas gelöst und das Kapitel geht schon lange genug. Der schreckliche Unfall wurde komplett ausradiert. Und wieder habe ich die rothaarige Kommissarin vor dem Tod bewahrt. Die Kriminelle, die mir das Leben nahm. Eine Frage liegt mir besonders auf dem Herzen. Warum hat sie mich erschossen? Solange ich das nicht weiß, werde ich keine Ruhe finden. Oh, der Kommissar ist bei mir angekommen. Cool. Wunderbar, sie leben beide. Und wie sie da reinhaut. Unglaublich. Inzwischen scheint Lynn sich nur für ihren Magen zu interessieren. Auf dem Tisch vor ihr liegt ein goldbraunes Hühnchen. Bis sie es nicht ganz gegessen hat, findet sie sicher keine Ruhe. Drittheit. So, dann gehen wir mal rüber. Was haben wir denn da? Ein Telefonbuch wahrscheinlich? Genau. Menütafel, Klingel. Leute, wir sehen einfach. Oder? Nom nom nom. Mit zwei Gabeln auf einmal. Führt Lynn ein ernstes Gespräch mit diesem Kommissar? Nein, sie futtert nur ihr Hühnchen. Woher wusste die Polizei, dass sie heute das Restaurant beobachten sollte? Ich sollte lieber ein paar Informationen sammeln. Aber viel wichtiger, ich habe da so einige Fragen an die werte Frau Kommissarin. Ja. Klingeln wir einfach mal, dann kommt hoffentlich die Kellnerin wieder. Aber sie hat nichts wohl rein können. Ah, Kommissar Rinch, ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Sind Sie gekommen, um nach mir zu sehen? Ah, das ist aber süß von Ihnen.
Oh, hallo, Memory. Kümmern Sie sich nicht um uns. Tun Sie so, als wären wir nicht hier. Wollen Sie ein Hühnchen, wenn Sie schon mal da sind? Nein, danke. Lynn beim Essen zuzusehen reicht mir schon völlig. Also, wie ist es gelaufen mit meiner Wanze? Oh, das Abhörgerät? Mal sehen. Ich fand, der Mann hatte eine schöne Singstimme. Oh, danke, danke, danke. Verzeihung, aber wir sind mit in einem richtigen Gespräch. Könnten Sie uns bitte allein lassen? Aber Sie haben mich doch zu sich gerufen. Dann gehe ich halt wieder. Ein komisches Mädchen. Das finde ich auch. Ich habe schon wieder ein Déjà-vu. Ich auch. Ja, dann... Das kann ich wahrscheinlich nicht. Sie redet mit der anderen Kommissar, während sie sich vollstopft. Aber ich bin zu weit weg, um sie zu verstehen. Ich sollte näher ran. Ja, dreimal klingeln, dann kommt sie mit der Kanne an und da gehen wir einfach mal rein. Ich hoffe, das Kapitel ist bald zu Ende. Das ist bestimmt ein Stundenpart hier. Ah, jetzt haben sie sich doch noch umentschieden und wollen ein Hühnchen. Oder gar Milch? Ich glaube, dir ist es egal, an welchen man sie sich ranwirft. Hauptsache irgendein. Wir haben sie nicht gerufen. Können Sie uns bitte etwas Primatsphären lassen? Nein, bleiben Sie genau hier. Ich bin am Entscheiden, dem kritischsten Moment eines jeden Hühnchenverzehrs. Wenn es den falschen Weg nehmen will, müssen Sie mir schnell etwas Wasser nachgießen. Nein, Sie müssen Ihr Leben nicht wegen eines Hühnchen riskieren. Da hat er recht, wie sie das arme Ding geradezu angreift. Ich sollte mich jetzt lieber bewegen, solange ich die Chance dazu habe. Zeit, genau. Gehen wir mal in die Menütafel und dann... das ist merkwürdig. Obwohl ich diesen Kommissar das Leben gerettet habe, hat er keinen Kern. Nicht so wie Lynn oder das tapfere Hühnchen Rakete. Ich dachte, die ich rette, erhalten einen Kern, wenn sie wieder leben. Ich habe wohl noch viel über die Kräfte der Toten zu lernen. Ja, wahrscheinlich haben wir keinen Kern von ihm bekommen, weil wir ja ursprünglich von Lynn ausgegangen sind und innerhalb Lynns Tod seinen Tod verhindert haben. Ah, interessant. Naja, wir gehen erstmal zu Lynn rüber und reden mit ihr. Nun, ich gehe dann mal zurück. Sie wissen ja viel zu tun. Sie haben ja viel zu tun. Ja, Geschirr spülen und Wanzen anbringen. Eines Tages verpasse ich Ihnen eine Wanze, Kommissar. Komisches Mädchen. Das finde ich auch. Ich auch. Ach nee, die hat gar nicht zwei Gabeln. Die hat eine Gabel und ein Messer. Hören Sie denn. Sie haben mir Ihre Sicht der Dinge geschildert, aber man fahndet nach Ihnen. Können Sie sich nicht wenigstens etwas beeilen und dann hier verschwinden? Möglichst heimlich. Kann ich nicht. Ich treffe mich hier mit jemandem. Mit jemandem treffen? Ach ja, stimmt. Die kleine Lady Camilla. Aber warum müssen Sie gerade hier jemanden treffen? Die Sonderkommission beobachtet dieses Restaurant. Das kann doch kein Zufall sein. Naja, aber es ist Zufall. Ein Zufall. Hey, stimmt das, was man sagt? Dass Sie auf eigene Faust weiter im Kommissar Jodes Fall ermitteln? Inspektor Cavanilla macht sich Sorgen um Sie, müssen Sie wissen. Ich weiß, wie Sie sich fühlen, aber machen Sie nichts Dummes, ja? Interessant. Der Fall von Joe, der diese Nacht exekutiert werden soll. Interessant. Genau, sprechen wir mal mit ihr. Wie ist das Hühnchen, auf das du so lange gewartet hast? Es ist toll. Aber weißt du, solange Kommissar Rinch, das ist übrigens sein Name, mir so gegenüber sitzt. Ich meine, vor ein paar Minuten war er noch tot. Das raubt mir irgendwie den Appetit. Oh je, dafür isst du aber mit sehr viel Appetit, muss ich sagen. Aber er ist ein toller Kerl. Er sagt, er verstehe meine Situation. Er lässt mich heute Nacht noch einmal gehen. Wo wir gerade von Kommissar Rinch sprechen, mir ist etwas Merkwürdiges aufgefallen. Er hat keinen Kern. Hat er nicht? Ich dachte, ein Kern erscheint bei jedem, den ich rette. Ich frage mich... Als du seine Leiche in Besitz genommen hast, war er doch bewusstlos, oder? Bewusstlos? Ja, ich glaube schon. Genau wie du. Du warst auch bewusstlos, als ich dich zum ersten Mal gerettet habe. Und danach hattest du auch keinen Kern. Ah, dann ist es das, was dahinter steckt und nicht, dass wir seinen Tod innerhalb von Lynns Tod verhindert haben. Also erhalten Leute, die du bewusstlos sind, wenn du sie rettest, keinen Kern. Wahrscheinlich ist das so. Klingt logisch. Ja,
Du könntest recht haben, dann überlasse ich Rinch ganz dir. Aber ich habe noch immer viele Fragen an dich. Das habe ich mir gedacht. Dann mal los. Ja gut, ich versuche mich mal ein bisschen zu beeilen, damit wir diese Folge bald fertig kriegen und das nicht irgendwie ein 2-Stunden-Part noch wird. Todeskandidat Joach. Was ist deine Verbindung zu Häftling D99, Kommissar Joach? Er scheint mehr als nur ein Kollege zu sein. Ja, du hast, glaube ich, das Recht, es zu erfahren. Kommissar Joach ist mein Held. Held, wie? Dieses Wort hört man heute nicht mehr oft. Es ist ja auch eine altmodische Heldengeschichte. Es geschah vor 10 Jahren. Beruhigen Sie sich. Legen Sie die Waffe weg. Zurück! Wenn Sie näher kommen, erschieße ich Sie. Aha. An diesem Tag vor 10 Jahren spielte ich in meinem Lieblingspark. Und plötzlich griff mich jemand von hinten am Arm. Ich hatte solche Angst. Ich dachte, ich müsste sterben. Und dann kam er. Kommissar Joach. Ist das also in diesem Tensig-Park passiert? Dann war da ein lautes Geräusch von einer Pistole, glaube ich. Ich wurde ohnmächtig. Als ich zu mir kam. Jetzt ist alles gut. Bist du verletzt? Sie haben mich gerettet? Ich habe nur meine Arbeit getan. Die Götter, sie haben dich gerettet. Was ist Ihre Arbeit? Ich? Ich bin Kommissar. Ah, das hat Lynn wahrscheinlich. Genau, daher bist du also Kommissarin geworden. Genau, er verkörperte für mich alles, was einen Kommissar ausmacht. Aber ein perfekter Kommissar erschießt nicht seine eigene Frau. Genau. Und genau daher will ich beweisen, dass er es nicht getan hat. Okay. Punkt X. Kommissar Rinch arbeitet für die Sonderkommission. Er sagte, dass heute Nacht hier in diesem Restaurant ein wichtiger Deal stattfindet. Ein Deal, der die Zukunft unserer Nation beeinflussen könnte. Eine Nation lässt sich nicht so leicht beeinflussen. Aber das hat er gesagt. Jedenfalls geht es um das Pärchen am Tisch da oben. Ja, das dachte ich mir eigentlich schon. Sie sollen aus einem fremden Land stammen. Sie warten nur auf die andere Partei in dem Deal. Ah, und deswegen auch die komische Hautfarbe, wahrscheinlich. Diese beiden? Sie sind sicher ein ungleiches Paar. Und die andere Partei, auf die sie warten, bin ich? Schwer vorzustellen, oder? Niemand kennt die Details des Deals, außer einer Person. Cabanela, der tanzende Kommissar. Der flotte Tänzer in Weiß. Man sagt, er beobachte die beiden schon seit langem ganz genau. Ich habe ihn noch nie so verbissen an einem Fall ermitteln sehen. Inspektor Cabanela, du scheinst ja einer seiner Lieblinge zu sein. Liebling? Nun ja, dafür gibt es einen Grund. Und welchen? Den würde ich auch gerne erfahren, Inspektor Cabanela. Inspektor Cabanela und Kommissar Joach waren gute Freunde. Ja, ich glaube, der Gefängniswärter hatte das erwähnt. Sie sind am gleichen Tag Kommissare geworden. Sie sind sehr unterschiedliche Typen, aber sie lagen immer in freundlichem Wettstreit. Kommissar Joach war immer sehr gründlich bei der Untersuchung von Tatorten. Und Inspektor Cabanela? Nun, er ist wohl einfach ein natürliches Ermittlergenie. Oh, warte, ich glaube, das habe ich gerade in der falschen Stimme vorgelesen. Egal. Jedenfalls haben die beiden damals das Revier Was? Keine Ahnung. Aber Inspektor Cabanela hat sich seitdem ein wenig verändert. Verändert? Seit der Sache mit Kommissar Joach. Er arbeitet jetzt nicht mehr gerne vor Ort. Und er konzentriert sich nur noch darauf, die Karriereleiter hochzuklettern. Und so wurde er Leiter der Sonderkommission, nehme ich an. Jedenfalls hat mich Inspektor Cabanela unter seine Fittiche genommen. Weil du das kleine Mädchen bist, das seinen Freund gerettet hat? Er hat sich sehr um mich gekümmert und mir beim Lernen für die Kommissarprüfung geholfen. Hat an meinen Prüfungsergebnissen gedreht. Das ist wohl ein bisschen mehr, als ich um dich gekümmert. Inspektor Cabanela, hm? Ich frage mich wirklich, welche Rolle er bei den Geschehnissen heute Nacht spielt. Gut, dann reden wir noch über Camilla und dann dürfte das Kapitel endlich vorbei sein. Camilla braucht aber ganz schön lange. Sie sollte schon hier sein. Ich mache mir echt Sorgen. Ihr beide seid wie Schwestern, oder? Camilla sagte das. Ja, das stimmt. Deine Sorge scheint dir jedoch nicht den Appetit verdorben zu haben.
Hey, je größer die Krise, desto besser muss ein Mädchen essen. Ich muss Camila beschützen, koste es, was es wolle. Camila, und diese Spieldose. Spieldose? Oh ja, die Holzkiste. Genau, die haben wir Camila ja da runtergeholt, weil sie die noch mitbringen sollte und sie nicht gefunden hat. Die Dose war ein Geschenk von Kommissar Jode. Von Kommissar Jode? Ja, das war vor 5 Jahren. Die Dose kam 3 Tage nach dem Mordfall an. Er muss sie losgeschickt haben, bevor er verhaftet wurde. Eines Tages, wenn der Fall geschlossen und alles geklärt ist, möchte ich, dass du sie einer bestimmten Person gibst, sagte er. Was ist darin? Ich weiß nicht, ich kann sie nicht öffnen. Schade. Sissel, ich... Habe ich dich wirklich erschossen? Wo kam das so plötzlich her? Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Ich habe es versucht und versucht, aber nichts. Jetzt verstehe ich endlich, wie du dich fühlen musst. Und wie schwer es sein muss, dass dein Gedächtnis deine ganze Geschichte weg ist. Aber wer weiß, vielleicht wäre die Wahrheit nur noch schmerzhafter. Ich glaube, dass noch Hoffnung besteht. Mhm. Oh, sie hat das ganze Hühnchen verputzt. Unglaublich, diese Frau. Das war lecker. Habe ich Hühnchen im Gesicht? Sie starren mich so an. Ja, warum wohl? Sie sind bestimmt beeindruckt, wie ich mit diesem Hühnchen fertig geworden bin. Sagen Sie mir nur eines. Der Fall, an dem Sie arbeiten, ist der von Kommissar Jode, oder? Und wenn es so wäre? Ich kann es Ihnen nicht verheimlichen. Es ist zu grausam. Hä? Wovon sprechen Sie? Es tut mir leid, Lynn. Es passiert heute Abend. Kommissar Jode, Sie wissen schon, ist heute Abend seine Hinrichtung. Aber es ist doch noch Zeit. Ich habe es nachgeprüft. Alle Hinrichtungen in diesem Land finden bei Sonnenuntergang statt. Das stimmt zwar normalerweise, aber leider nicht in diesem Fall. Was? Die Hinrichtung findet heute um 11 Uhr abends statt. Was sagen Sie da? Oh, da ist aber nicht mehr viel Zeit bis dahin. Es geschieht bald. Gibt es nichts, was wir tun können? Natürlich nicht. Es ist zu spät. Jedenfalls ohne Hinrichtungsaufschub vom Justizminister. Dann werde ich ihn aufsuchen. Was? Wen aufsuchen? Wen wohl? Den Justizminister. Machen Sie sich nicht lächerlich. Dafür ist keine Zeit. Ich gehe. Sissel. Ja? Geh ins Gefängnis. Halte die Hinrichtung auf. Das sagst du so einfach. Kommissar Rinch, ich gehe. Okay, dieses Mal lasse ich sie gehen. Ich sage einfach, ein Huhn hätte mich abgelenkt. Kann ich sonst noch etwas tun? Könnten Sie Camila suchen? Sie sollte auf dem Weg hier sein. Oh, Ihre kleine Camila? Okay, verstanden. Ich suche sie. Okay, du weißt, was zu tun ist, Sissel. Du musst Kommissar Jode retten. Wunderbar. Damit ist das Kapitel jetzt hoffentlich vorbei. Und wieder steht das Leben einer Person, die mit mir verbunden ist, vor dem Ende. Ist das nur ein Zufall? Oder steckt vielleicht doch mehr dahinter? Kommissar Jode soll heute Abend hingerichtet werden. Ich weiß nicht, ob dieses Schicksal gerecht oder ungerecht ist, aber ich wollte ohnehin zum Gefängnis. Oh ja, wunderbar. Das Kapitel ist endlich geschafft. Dieser Part ist um einiges länger als eine Stunde. Das sehe ich schon, wenn ich auf die Uhr gucke. Deswegen werde ich jetzt nicht mehr viel labern, sondern die Folge beenden und ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!